Schlüsselspieler, die verletzungsbedingt nicht dabei sind, wie schwierig ist es dann so gefallen, richtig Kader zusammenzusetzen? Weil schon mal ein bisschen mehr Gedanken müssen machen, wie das sonst der Fall ist, weil wenn, ja, wenn die Jungen, Kiki Martins, Matthias Olesen, Dirk Carlsen, Oli Thiel, und da könnt ihr beide, der Vaid Selimovic, Tim Haldi, die Käferein, und ja, da fängt dann nun ein bisschen viel Spieler zu gehen, respektiv. Das sind dann alles professionelle Spieler, und die kriegen wir nicht so ein, zwei in der Asad. So. Ich probiere ja doch einen gewissen Equilibrium in der Gruppe rumzufahren, weil das sind von allem Spieler, die von der Athletik her unsere Equipe, unsere Gruppe viel bringen. Und das kriegen wir natürlich nicht so ein zu ein. Das hat doch für die individuelle Qualität überlangt. Und das ist die Message auch zwischen den schwierigen Jungen gehen. Wir müssen das kompensieren. Vielleicht noch ein bisschen mehr Wollen, ein bisschen mehr Aggressivität, ein bisschen mehr Bereitschaft, ein bisschen mehr kollektiv Verhalten, Gedanken. Sonst, nicht einmal den nächsten Match in der Türkei, brauchen wir keine Dünste drin. Wenn wir die dort Ingredienten nicht in den Match auf den Terrain bringen, dann brauchen wir eine Dünste rein. Ich habe es gewusst, dass alle Türkei im Fußball eine ganz gute Nation ist. Und natürlich ist es eine Chance gegeben, wenn man als Kollektiv ganz stark auftritt, ganz, ganz viel investiert, dafür vor allem auch aggressiv gegen die Qualität geht. Die Werte muss man mit haben, weil sonst haben wir keine Chance. All die noch so glauben dabei, als er doch auf Trick zu feiern. Bei den All die noch dabei, die Chris Philipps ist dabei, das sind Jungen, die, ja, die laufen von der Abwesenheit von denen genannten Spielern, müssen auch noch sollen profitieren, für zu weisen, dass sie da sind. Und, war das gewusst, ob da Innenverteidigerposition nicht Probleme sind, und für alle morgen am defensiven Mittelfeld, mit Kiki, mit Olli, Matthias, das sind drei Spieler, die voilà, die dort Position in den letzten Match immer bekleidet und die nicht da sind, dann hast du hinten für da die Chance zu nutzen und zu weisen, dass sie da sind. Und, ja. Einfach von der Situation profitieren für den Group, für die Equipe. Zu helfen, und dann weiß ich auch nicht, wie es am November ist, und weiß noch nicht, wie es für die nächste Qualifikation ist. Wie bewertest du mal die Leistungen mit Tindling an der Coupe d'Europe? Schön, dass ich von einem Kollegen gesagt habe, dass ich den Match alle gute Gesiege gehabt habe für Tindling. Global gesehen heute eine gute Prestation aufgehen. Ich denke, dass das Changement vom Verein, ja, ganz neues Umfeld, ein neuer Matchspieler, ein neuer Trainer, dass ihm das gebraucht hat, dass ihm das auch gut getan hat. Auch den Vetter zu anderen, oder ganz oft ein anderes System. Die spielt so ganz oft, dass sie in der Dreierkette rausgespielt hat. So, die Repären, die Sprinkler, die nicht für den Morgen und der Spieleröffnung, wie es an der Stelle so ist. An ihn durch die Matcher hat seine Performance überlangt, ganz, ganz oft gut performiert, aber mit kleinen Aussetzern, die ihn dran hat. Und das als, nicht einmal als Verteidiger, als Goalkeeper, als Idem, den darf sich leider in den 90 Minuten keinen Aussetzer nicht, weil dann hat er direkt Cash bezahlt. Dann hat gegen die Armenier den Tieren wegpassen, hat dadurch nur noch gegen Fevere, die serbische Equipe eigentlich von auch kurz vor Schluss einen Rückpass von Kopf hat. So, das sind Situationen, die dürfen nicht vorkommen, weil nicht einmal von der Schule in der Türkei das geht direkt Cash bezahlt. Da müssen Pferde springen einfach. Die Phänomenologie lernen sich mit den so stabil zu spielen, dass ihnen eben kein Aussetzer wird. Mir für den Rest wird natürlich sich gut präsentieren. Was ist dir wichtig, genau? Etwas Delikates. Also, ich finde das genau zu erklären. Ich habe schon gesagt, dass normalerweise eine Verletzung ist, die Motorradfahrer haben. Ganz, ganz selten bei einem Fußballspieler in der nächsten Championatsmatch seitlich auf Tüft gefallen. Nicht drauf gehen, weil er noch nicht wirklich so richtig frei hat und nicht trainiert, nicht die Weekend drauf auch gespielt. Ich war den Manager am Stadion, der hat noch nicht gut gespielt. Und ich weiß auch, wie viel Wert, weil
Er hat plötzlich ein Gen gehabt oder aber besser will, was er nicht wollte so. Und ich meine, du nur den Match, den der Trupp oder den zweiten Trupp hat, ein Fußball wie ein Wirt erspart. Das war so gespielt, dass ich so flüssig gegangen bin. Ich eben den Schlaf, wo ich Trupp gefallen ist, dass die Hauptschichten, so gut ich erklärt, die habe ich gelesen. Und du hast Wasser gebildet. Und du hast mich rausgezogen. Und das hat normalerweise den Denken rausgezogen. Und dann ist es gut. Das Problem ist auch, dass die Hautschichten sich in den Jungen pushen und dann wird rum ein Wasser gebildet und ein Wasser gebildet, dass immer Wasser rausgeholt gehen und das pushen wir zusammen. Dafür müssen wir eine spezielle Box kriegen, die fest haben, die können nicht machen, wir haben 5 Wochen. Und dann an der Hoffnung, dass das dann am Jungen klärt und dass das passieren kann, eventuell. So wie ich das erklärt kriege. Das ist auch eine ganz, ganz seltene Verletzung. Man möchte dann relativ, leider relativ lang nicht kann spielen. Die Hoffnung, die wir noch haben, ist, dass das wirklich durch die Rolle, die dann hört, dass das dann Harmonie passt und dass dann die Bereich, wo das okay Wasser oder keine Flüssigkeit sich mehr bilden kann. Also, ich denke, ich muss noch rein. Und nun habe ich schon nicht auf jeden Fall. Ich bin doch noch nie hierher gegangen. Was willst du von den anderen verlassen? Hörst du auf den Stand erleben? Den, wem soll ich aufhängen? Der Matthias Ohl ist dann aus dem Sinnes Moseband operiert gegen die Operation. Das ist gut verlaufen. Normaler Werdegang, den aus einer Reeducation am Gang. Für Aussicht, das sind 10-12 Wochen. Geplant mit der Kamera, so könnte er 14 sein. So eine Verletzung, die beim Fußballspieler an der Last immer mehr abkommt. Leider muss ich sagen. Mit bis jetzt alles am normalen Bereich. Kiki macht ins, den das heute zu Lützeburg, den hat eine Ruptur. Ich habe gestern Eisdok noch am Telefon. Für Eisdok ist es eine Ruptur partiell vom Adukteur. Aber auch bei meinem 10, 12, 14 Wochen, wo er nicht kann spielen. Ich habe nach dem Poli Tilos mit 10 Reeducation am Gang Kreuzband, was mir alle gut und das dauert 7, 8, 9 Minuten. Ich muss mir aufhören, wie lange genau geht. Und dann hier kann ich schon erklärt, warum da kommen die anderen dabei, die leider Käfer rein. Als du Gladbach gesucht hast, dann von der Woche ist dann noch ein echter günstiger Ansatz. Was siehst du dazu, beziehungsweise war das so zu viel? Ich denke, es ist wirklich viel mehr, vielleicht noch die Mannschaft zu spielen in der Terrasse. Bei mir, wie also, ich muss natürlich froh darüber, weil die Konfirmation von dem Maß, was ich schon am Ende über den Denken und was ich auch denke, wenn ich da von Gladbach bin. Auch viel drunter aus dem Jugendbereich, da das wird Konfirmation durch den Trainer. Da hat nämlich zu Gladbach gesagt, ja, verschiedene Leute haben zuletzt bestätigt, wie mein Dynamisch zu sehen, dafür sind wir so mehr Freude drüber. Ich war der nächste Match am Stadion, wo ich auf der Bank sitze, und da hätte ich schon gehofft, noch 10 Spielminuten zu kriegen. Ich habe doch die Information gekriegt, dass er eine ganz, ganz starke Repression mitgemacht hat. Ich denke, ein enormes Talent, und natürlich, wie schon oft gesagt, Talent lang geht nicht durch, das nur sein Schaffen. Also er behohle, was entsteht, bis wo er könnt. So, wir gucken dann die ersten Minuten, in 10 Minuten, ich habe schon gesehen, und ich habe noch gesagt, die 10 Minuten wären gut, und alle, was gemacht haben. Heute war ganz interessant, für Bo von 18 Jahren, den Bundesliga spielt, naja, du natürlich hast das für alle die Emotionen, die man spielen. Und ganz oft haben die Spieler, die ängstlich sind, die nervös sind, die krispiert sind. Und das war bei mir absolut nicht der Fall. Das ist nämlich auch eine Qualität, die den nie wollt. Hast du nicht Gedanken oder keine Angst, der hier spielt. Auf jeden Fall wird er noch für seine Schaffen, hier für seine Love-Intensität, hat sich direkt in den Niveau gepasst, dann hat er auf dem Terrain, wo ich meine, schon von dem Trainer von einem Talent tut. Und das für alle macht dann den Beweis,
ich weiß das so aus, für den Trainer, für den Staff da haben, dass sie wissen, okay, der Beruf da, den können wir umbringen. Das ist extrem wichtig. Zu verraschen ist auch der Mann, dass er ja, in den kommenden Wochen meint, nach mehr Spielminuten werden kriegen. Das ist natürlich so, auch zu glauben, auf der Position, wo nie wie kann spielen im offensiven Bereich, wenn sie den Player nicht umgesetzt hat. Irgendwann kann den Spieler rum und dann ist es logisch, dass die Jungen einen Wert sich müssen gedulden. Es kann auch einmal sein, dass da zwei oder drei blessiert sind oder gesperrt sind und dann kann es sein, dass die nie von Anfang ausspielen. So, du hast eine Chance dabei. Mehr hat sein Talent überlegt und sein Potenzial. Das ist enorm. Mehr wichtig ist, dass er auch das Message, den ich ihm gebe, dass er mit dem Fels im Boden bleibt, dass er weiter schafft, dass er sich nicht verrückt nachlässt, weil er geht mit der Welt. Von links er jetzt bombardiert mit Leuten, die Kontakt füllen mit den Hunden, mit Offeren, mit Agenten. Ganz wichtig ist, dass er hier zwei Felsen Boden behält, weiter schafft und dann ja, sich auf das konzentriert. Das Wesentliche im Terrain. Und ich meine, ich hoffe noch, dass das geschieht. Gut. Ich weiß noch schon, dass du dazu gesagt hast, was siehst du zum Wissen von Jason Rodriguez, was kriegst du von ihm ein bisschen viel Feedback, das sind in echte Woche aus der Radio, wie du so aus natürlich ein bisschen aber in einer Welt ist. Ja, das ist eine Welt, das sieht in Jason auch, dass alles ein bisschen unterschiedlich ist, auch was das ganz organisatorisch nur belangt, parallel zu Europa, also schon Neuland, auch für ihn. Ich meine, wir müssen alle wieder nach Leben dran. In einer, das wie das hier, wird leider eng, dass das Fußball ist auch unbelangt. Also doch in einer Spiel, wie das hier zu Lützburg, obwohl das Championat das, was am besten noch besagt, also meistens von den Spielern her, von den Trainern her, und was aber auch vom Niveau her am höchsten ist. Von den arabischen Ländern. Von den arabischen Ländern, voilà, ja. So. Natürlich muss ich da in den ganzen Kontext aufpassen und ich denke auch, dass er niemand froh ist, hier rumzukommen, auf ihre Menkerei an Europa Fußball zu spielen, respektive Lützburg Fußball zu spielen. Das ist bei uns schätzen, liebst du noch tun, dass du ein bisschen keiner kennst, sondern ein bisschen beim höheren Niveau kann spielen, weil die letzte Jahr war ja für jeden Fußball schwierig. Nein, schwierig. Ja, wenn ich das von Bausse gesagt habe, wenn nicht alles immer so suiviert wird, natürlich werden auf verschiedenen Umfeldern wäre es mehr kompliziert für ihn. Ne? Natürlich, wohin nicht auch schuldlos tun ist, das weiß ich auch. Und hier wisst das auch selber. Mit das ist auch nicht so, dass alles, was er mit tut, das verkehrt war. Und das ist natürlich ein Spieler, den auch durch sein Beholen und sein Wirken neben dem Terrain ganz oft uneckt bei vielen Leuten. So, bei den Längen mehr, bei den anderen Männern. Ich denke, unter anderem in der Türkei, dass das da relativ, die Experience in der Türkei damit relativ gut gegangen ist. In Frankreich zum Beispiel, das war nicht kompliziert für ihn. Ja, vielleicht doch, weil wir nicht unterschiedliche Kulturen sind und dass den Gerson eben bei verschiedenen Kulturen besser zurechtfinden wie bei anderen. So, ich kenne relativ lange dafür, wie sich genau wie funktioniert, dann auch wie es muss man dann umgehen. Also ich denke schon, dass er kann rumkommen und auch hier bei einem Verein performant sein, weil zu Dynamo Kiew, hat ja nicht egal wie ein Verein ist, wo ein ganz erfolgreich gespielt hat mit dem Dublin hat er gemäht an der Ukraine. War da schon ganz hohe Niveau, also hat du auch einen Trainer, den ich meine, also dass den Umgang am Spieler überlangt, den die ganz gut fast mit dem umzugehen und dadurch eben am ganzen Gruppe zu gerieren. Jackson muss einfach einen Verein finden und einen Trainer finden und eine Kultur finden, die zu ihm passt. Der
kann dann sicher rumkommen. Wir müssen aber auch wissen, dass natürlich den Transfer, den er gemäht hat, das ist immer ein bisschen temporär. Das ist ein Jahr hingegangen, aber da gibt natürlich den wirtschaftlichen Aspekt dabei, dass dass er einen gewissen Gehalt kriegt. Und ja, das müssen dann bei so, ja, so Transfers muss ich natürlich alles mal berücksichtigen, wen auch heil, wen er bereit ist, das zu machen. Und ja, wie Verein hast du, wo auch hin kann, weiterhelfen. Das ist froh, die sich zu verstellen. Mir fällt sowieso ein Engel, fällt in den Kiew zurück. Und ich meine, am Moment können wir alle gut, und wir wissen alle gut nicht, was ich meine, dass wir wissen, was an Erd oder an Segmin das. Vielleicht gehen wir auf Kiew zurück. Vielleicht muss ich aber um den Transfer, das wissen wir alle gut.